Ja, also ich kann ja irgendwie kurz was dazu erzählen. Wie gesagt, wir hatten gerade irgendwie die Girls Day Aktion, hatten hier circa 25 Mädels im Fraktionssaal hier sitzen, die sich irgendwie für die Piraten interessiert haben und auch Fragen gestellt haben, also nicht nur zu den Piraten, zu allen möglichen Themen, zum Beispiel, wie lang ist eine Sitzung und ja, solche Dinge. Der ist der coole Typ im grünen Neon, Rudi. Das wissen wir. Oder auch nicht. Ja, da waren auch zwei Lehrpersonen dabei und die eine hat auch viele schulpolitische Fragen an die Birgit gestellt. Und ja, also ich war irgendwie sehr zufrieden mit der ganzen Aktion, habe mich total gefreut, dass das diesmal geklappt hat, dass wir die Mädels auch persönlich hier empfangen haben und dass wir denen ein paar Piraten und Piratinnen vorsetzen konnten, die dann löchern konnten. Und das war, glaube ich, irgendwie eine ganz runde Aktion. Und haben die noch Kontaktdaten von uns gekriegt und sind auch irgendwie daran interessiert, mal vielleicht zu einem Praktikum hierher zu kommen, teilweise die Mädels. Und ja, können wir nächstes Mal auch wieder so machen, aus meiner Sicht. Ja. Wie alt waren die jetzt, die damals? Das war eine 7. Klasse Realschule und die anderen weiß ich gar nicht so genau. Also die habe ich halt aufgegabelt, weil ich heute früh hier rumgerannt bin und Flyer verteilt habe. Und die von der Realschule, die sind tatsächlich bei uns als Teilnehmer angemeldet gewesen. Aber die anderen habe ich heute früh halt aufgegabelt, weil ich einfach rumgegangen bin und Flyer verteilt habe. Ich war mal so frech. Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Nee, stimmt nicht. Wir schneiden das raus. Genau, das wird hier jetzt alles raus. Das, aus dem das hat doch niemand gehört. Das hat niemand gehört. Also alles ist cool. Nee, nee. Oh. Sie haben von uns nur, sie wurden mit einem Kugelschreiber und einer orangenen Tüte bestochen. Orangene Tüte? Mm. Ja. Cool. Aber das Minderjährige, glaube ich, auch nicht. Was da an Farbstoffen drin ist, auch nicht gesund. Da sieht man mal, was Daniel Rau schon bewirkt hat. Ne? Also wir verteilen jetzt schon. Okay. Ich glaube, wir machen das jetzt mal mit der Sitzung, genau. ich wollte, okay, so viel zum Girls Day. Ich denke, das reicht. Eine Orga-Sache. Das sind halt irgendwie ein bisschen komisch. Das auch nicht. Heute sind alle irgendwie gut drauf. Ist, weil, hat das irgendwie Verzweiflung. Das ja, ist ich nicht, richtig. Das, ich, überkompensiert. Ich mache das mit der Verzweiflung. Ja. Okay, eine kleine Orga-Sache, das hatte ich euch auch schon per Mail rumgeschrieben, da kam jetzt nicht so die wahnsinnige Mail-Antwort-Flut darauf. Es geht um die Gesamtfraktionsklausur, die wird nämlich stattfinden am Montag, den 28. April und dem darauffolgenden Dienstag, den 29. April. Und weswegen ich das jetzt hier anspreche, ist natürlich unser AK1. Wir haben am Montag, den 28. ein Live-Treffen angesetzt. Machen wir auf der Gesamtfraktionsklausur? Du weißt ja nicht, wie die das Programm stricken. Wer weiß das schon? Also du würdest einfach dafür plädieren, dass wir auf der Fraktionsklausur nochmal gucken, wie es dann da reinpasst. Nein, er hat gesagt, wir machen das so. Wir machen seit am Donnerstag. 1. Mai. 1. Mai ist gut. Du machst das, aber ich nicht. Wir müssen mal Nazis jagen. Wo gehen wir Nazis jagen? Achso, ja klar. Auf der na klar. Nazis jagen? Nee, ich glaube, da sind keine vorgesehen. die stehen überall rum. Findest du an jeder Ecke. Okay, wer von euch ist denn überhaupt gewillt, zu dieser Fraktionsklausur zu fahren? Ich kämpfe noch mit mir. Das ist die falsche Frage. Wer fährt nicht dahin? Achso, das ist eine andere Frage. Das ist die andere Frage, aber es ist. Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist, finde ich, hatte ich vorhin schon gesagt, sehr unglücklich gewählt. Nimm doch mal bitte das Mikro. Ja. Na, aber ausgesprochen gerne. Mikro. Du bist immer so pragmatisch. Ja, das führt aber dazu, dass ich das immer noch nicht genau sagen kann, weil ich nicht genau weiß, wie lange mein Urlaub, mein verdienter Urlaub dann über Ostern dauern wird. Warst du gerade erst weg? Ja, ich habe ja schon was dazu gesagt. Desaster für die Akten jetzt.
Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das tatsächlich so machen, wie ich den Nico falsch verstanden habe, dass wir uns auf der Fraktionsklausur zusammensetzen und gucken, wie das an dem Tag reinpasst oder nicht. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Und sonst ist auch alles toll. Gut. Wundervoll. Ja, und wenn es nicht klappt, dann können wir ja da einen Termin ausmachen. So, da sind ja dann alle da. Ne? So, jetzt würde ich das mit der Politik vorschlagen, mal zu machen. Orangene Tüte passt auch ganz gut dazu. Ich sag mal, legalize it. Ich würde gerne die Einschätzung von dem AK haben, wie das am Freitag oder nächstes Plenum dann zum Antragsdienstag dann aussieht mit einem Antrag zur Legalisierung von Cannabis. So. Feuer frei. Nein, aber jetzt eben ob jetzt oder später oder ob Vor- und Nachteile des Jetzt und des Späters. Wo immer man gerade in welches Medium guckt, ist es gerade sehr, sehr auf der Höhe der Zeit. Ich habe jetzt auch nochmal wieder was in der Zeit oder in der Süddeutschen online gelesen, eben nochmal der Hinweis darauf, dass man zunehmend auch es Bestrebungen gibt, evidenzbasiert zu gucken, welche Drogen sind eigentlich wie gefährlich und nicht nur einfach aus überkommenen Traditionen daraus so eine Einstufung vornimmt und Cannabis und so liegt ja in der Ungefährlichkeit, also ist deutlich ungefährlicher als zum Beispiel Nikotin oder Alkohol. Und wie gesagt, selbst in den USA, die eigentlich Vorreiter letztlich dieses Verbots waren, gibt es ja jetzt die ersten Bundesstaaten, die alle umfallen. Einen besseren Zeitpunkt kann es gar nicht geben, glaube ich jetzt. Also, ja. Ja, ich finde den Vergleich mit den USA deshalb so gut, weil die ja nicht nur die Sachen fallen lassen, sondern eben dann auch steuereintreibend selber betreiben, ne? Und zwar im kommunalen Bereich. Insofern, das wäre ein zusätzlicher Aspekt. Ne? Wäre aber eine Lösung für die notleidenden Kommunen. Also. Ja, also ich kann das aus der Sicht des kommunalpolitischen Bereichs kann ich das immer nur so unterstützen, ne? Ja, genauso aus dem Innenbereich. Ne? Ich meine, die Argumente sind ja eigentlich soweit geläufig. Ne? Was es für eine Entlastung wäre für Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden. Gerade die Behörden sind es, die sich ja so über Personalmangel beklagen, auch aktuell, also auch ein Thema, wenn man sagt, hey, ihr werdet dadurch entlastet, ihr könnt sinnvollere Sachen machen, als irgendwie Kleindelikte dann irgendwie zu verfolgen und zu ahnden. Also das Thema können wir unglaublich auf vielen Schichten ausschlachten und ich glaube, wir haben da tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, denn ich glaube nicht, dass die Grünen in NRW da mitziehen werden. Genau, vielleicht noch als Ergänzung, was die Aktualität angeht, war letzte Woche in der Presseschau ein Bericht auf Sat.1 verlinkt, in der Joachim da auch als Ansprechpartner einen O-Ton abgegeben hat, eben genau auch in diese Richtung, die jetzt hier aus dem AK auch kam. Ich meine, sind wir ehrlich, wir können da jetzt nichts verändern, aber wir können drüber reden und versuchen, mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann wäre die Frage eben auch natürlich noch, also Joachim meinte, das wäre natürlich Gesundheitsbereich, von dir hatte ich jetzt noch keine Einschätzung gehört. Olaf, vielleicht sagst du noch mal ein Sätzchen dazu, wie du das einschätzt, oder? Das hat viel Persönliches jetzt zu tun. Ich muss sagen, ich werde mich dazu nicht jetzt im öffentlichen Stream äußern. Ich werde an der Sache nicht teilnehmen, wenn dazu jemand reden möchte und so. Ich stehe dahinter. Ich glaube, es nicht gut ist, wenn ich das bin, wenn ich damit irgendwie in die mediale Öffentlichkeit komme. Warum, weshalb, weswegen, kann ich gerne erklären, aber dann bitte nicht jetzt nicht in der öffentlichen Sitzung. Und von daher werde ich mich da einfach nur raushalten, mehr nicht. Ich stehe da inhaltlich natürlich zu, aber möchte ich nicht mit in die Öffentlichkeit. Gut, ich hatte noch dazu auch als Ergänzung, dann gibt es da ja keine Konflikte, wer reden möchte, so, das gibt es ja dann natürlich, das ist ja schon mal positiv dann auch zu sehen. Ich hatte Joachim auch letzte Woche angesprochen, eben aufgrund dieser Berichterstattung und daher kam natürlich dann auch die Idee, dass man das auch mal dann im Plenum etwas größer aufziehen
könnte. Seine Meinung war dazu, dass er nicht unbedingt dazu sprechen würde, aber er würde es auch natürlich machen. Also dann sehen wir da natürlich, wenn du inhaltlich dahinter stehst, dann brauchen wir da noch einen Redner dazu natürlich, ne? Und dann kriegen wir das hin. Aber dann halte ich das für mich mal fest, dass Freitag bis Donnerstag bereite ich das vor und gebe das dann nochmal. Wir müssen uns hier auch mal Gedanken machen, in welchem Bereich siedeln wir das federführend an? Entweder im Innen- oder im Arbeit, Gesundheit, Soziales. Ich glaube, beide Referate haben, ja, sind quasi gleichberechtigt und wir müssten da halt uns irgendwie entscheiden. Das, finde ich, ist ein guter Auftakt, um um an einem Beispiel zu zeigen, warum wir Referenten in der Referentenklausurtagung da intensiv über eine Neujustierung im Bereich der Arbeitskreise nachgedacht haben. Ihr habt das ja mitbekommen, Auflösung, um dann Kern-AKs zu bilden und diese Patenschafts-AKs, was ja quasi die Unter-AKs ist, die der AK1 ja schon mal überlegt hatte. Und für mich ist das ein klassisches Kernthema, neben eben den diversen anderen Kernthemen, ich weiß es eben aus dem Wahlkampf 2012, wie viele Menschen uns am Stand angesprochen haben, auch wenn es auch nur der Spruch war, ihr seid doch die mit den Drogen, ja, da weißt du schon, okay, genau, da habe ich gesagt, ja, genau, wir sind das, ne, quasi Liste 6, du weißt, wo du ankreuzen musst. Und dann hat er gesagt, wunderbar, weiß ich, mache ich, gehe wieder. Schneller hatte ich noch nie jemanden davon überzeugt, die Piraten zu wählen. Und das ist eben bei so einem Kernthema der Fall. Und ich hoffe, dass das in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird. Das wird ja quasi auch teilweise schon umgesetzt, dieses Konzept. Ich sage mal so ein bisschen piratisch, indem man die AKs zwar zum Teil laufen lässt und dann die Unter-AKs eben als diese Themenpatenschafts-AKs macht. Ja. Weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht im Bereich Innen irgendwie dann auch macht demnächst und dann da keinen Arbeitskreis mehr macht, sondern oder ein UAK Innen, wie auch immer. Ja, und dann kommt es eben zu den Kern-AKs und dazu zählt genau der. Und das ist natürlich super, wenn genau diejenigen, die sich dann dazu berufen fühlen, entweder aus Interesse oder aus Wissen heraus daran teilnehmen. Da gehörst sicherlich du dazu. Oder? Du? Nicht? Ja? Nicht? Hätte ich jetzt mal so stillschweigend gedacht, dass du zu diesem Bei Kiffe oder was? Hast du was gesagt? Nö. Ich dachte, das wäre jetzt, du hättest dich da so stark mit auseinandergesetzt, dass du da gerne daran teilnehmen würdest an so einem Kern-AK-Drogenpolitik. Aber das können natürlich auch Leute sein, die... Das könnten natürlich, ich arbeite nur mit lauter Unterstellungen, ne, Feststellungen und Unterstellungen. Und es gibt natürlich auch noch weitere, denke ich mal, Abgeordnete, die sich diesem Thema irgendwie zugewandt fühlen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ist ein Kernthema von uns, interessiert mich aber nicht. Ne? Und dann machen die eben nicht dran teil. Die nehmen eben nicht dran teil, die machen eben nicht mit. Und damit hätte sich dann auch deine Frage hinlänglich beantwortet. Ja, danke schön. Der Lukas möchte noch was dazu sagen. Ja, quasi als Erwiderung finde ich gut, dass du nochmal die Strukturkritik an diesem Punkt anbringst, weil es natürlich tatsächlich verdeutlicht, wo da unsere Defizite sind. Ich finde diese Vorschläge übrigens gut und befürworte das. Aber es bringt uns, glaube ich, nicht weiter, denn ich würde ganz gerne konkret werden. Sollen wir jetzt irgendwie eine Taskforce Kiffen machen oder wie nennen wir das, um halt eben an diesem Thema zu arbeiten als Diskussions... Also um in die Struktur da reinzukommen und würde ich eben vorschlagen, da einen Arbeitskreis Drogenpolitik zu begründen. Klar, in dieser üblichen OAG-Form, ne, offener Arbeitsgruppenform, und das dann darin unter anderem zu bearbeiten, ob das jetzt Kiffen ist oder ob da weitere Dinge zu, ja, Drogenpolitik im Ganzen würde ich das nennen, um es jetzt nicht zu kleinteilig zu werden zu lassen, ja, weil sonst befinden wir uns dann in Unterkern-AKs und das glaube ich, ne, aber das sollte vielleicht, also wenn du jetzt sagst,
wir sollten das sofort machen, weil zum Beispiel ein Antrag ist, dann gründe den einfach jetzt, dann bist du schon sozusagen Avantgarde zu dem, was dann hoffentlich formalisiert von euch nach dem 28., 29. relativ zeitnah beschlossen werden dürfte, könnte. Wolltest du zuerst, oder? Nee. Also ich würde vorschlagen, dass wir als allererstes brauchen wir den Antrag und dann brauchen wir jemanden, der dazu redet. Das kann man natürlich in der Form von einer Arbeitsgruppe erarbeiten. Ich würde mich auch anbieten, das vorzubereiten, zu schreiben und dann nur so als auf der Korrekturbasis dann da ein Feedback einzuholen. Und ansonsten würde ich das auch für weitere Schritte dann empfehlen, sowas einzurichten, dann so auf der Drogenpolitikbasis vielleicht. Also weil, wie gesagt, sehr kleinteilig, das wäre jetzt eine Initiative, dass man da mal eben im Plenum drüber spricht, dass wir, was unsere Forderung da ist. Aber dann ist ja da auch erstmal wieder gut. So, gut, dann kann man das in die Ausschüsse nehmen oder man lässt direkt abstimmen. Aber ansonsten wäre das ja erstmal der erste Schritt und da braucht man ja nicht so intensiv dann weiter darüber diskutieren. Aber so, wenn man das als großes Arbeitsgruppe Drogenpolitik anlegt, dann wäre das schon sinnvoll sein. Aber nochmal, also ich würde jetzt den Antrag schreiben und dann, wenn sich jemand da bereit erklärt, den gegenzulesen, wäre natürlich super. Also ich helfe auch gerne dabei, dann nur aus dem Bereich Gesundheit und so durchaus da mitzumachen. Und wer würde noch Interesse an diesem Thema haben, Interesse daran haben, da halt mitzumachen, hier aus dieser Runde? Keiner. Habt ihr alle genug zu tun? Ich schreibe es bei die Liste. Gut. Macht ihr da auch praktische Übungen? Also ich bin nicht beim Wort. Kann man kombinieren? Oder meinst du, dass man das über eine Kombination? Nico, das überlege ich mir noch dann. Also mich interessiert das schon. Ich würde auch auf jeden Fall Korrektur lesen. Aber ich kann halt schlecht mein Zeitbudget derzeit einschätzen, wie viel. Aber du kannst auf jeden Fall auf mich zurückgreifen. Bis jetzt Freitag. Dann schreibt man die Reden schnell. Ja. Also ich lese auf jeden Fall gerne nochmal. Ich lese auf jeden Fall nochmal gerne quer und mach's schön. Also da, ich lese auf jeden Fall nochmal gerne quer und mach's schön. Also das. Ja. Aber. Ja, Matthias, macht's gern schön. Schön. Ich möchte einfach nur darum bitten, dass ihr den AK Drogenpolitik, der ja recht aktiv ist im Landesverband als wahrscheinlich einer der ganz wenigen Arbeitskreise, dass ihr den damit einbezieht. Also namentlich auf jeden Fall Andi Rohde, der wahrscheinlich so viel Kenntnis hat wie unsere ganze offene Arbeitsgemeinschaft, die wir dann gegründet haben zusammen. Danke. Ich nehme das gerade so wahr. Na, der Nico wollte noch was sagen. Ja, ich kann das nur unterstützen. Der Andi hat uns ja da auch im Bereich Nichtraucherschutzgesetz die diversen Änderungsanträge damals dem Kai und mir da geholfen. Ja, insofern ist das sowieso nie schlecht. Das ist wirklich einer der Punkte, wo du unbesehen mal jemanden anrufen kannst von der Partei, ohne dass, dass du erstens beschimpft wirst, zweitens Leute keine Ahnung haben, ja, oder sich nach... Das ist eine, ja, ja, richtig, das ist wirklich, ja, kann man... Genau, besser kann man... Jo, sind wir mit dem Tagesordnungspunkt zu Ende? Ist die Diskussion abgeschlossen? Ich sehe keine großen Gegenstürme. Dann würde ich sagen, ich frage einfach gerade nochmal, haben wir noch ein Thema, was wir irgendwie für die kommende Plenarphase jetzt hier besprechen müssen? Vorliegende Ideen für Anträge? Nein, ich sehe niemanden, der jetzt aufspringt und sagt, dass noch was besprochen werden muss. Dann würde ich sagen, schließen wir die heutige AK1-Sitzung. Sonstiges. Der Sebastian möchte, dass der Tagesordnungspunkt Sonstiges aufgerufen wird. Ich tue das auch gerne. Geht auch ganz schnell und tut auch nicht weh, genau. Ich wollte nur noch mal kurz den aktuellen Stand zum Thema PCB nennen und abfragen.
nennen, insofern, dass eben die kleinen Anfragen dazu raus sind und dass der Antrag soweit für das Mai-Plenum zu 80% fertig ist und da natürlich dann die Ergebnisse der kleinen Anfragen noch einfließen sollen und aktueller Stand erfragen. Ich weiß nicht, bei Daniel, du hattest doch, glaube ich, auch dich dazu bereit erklärt, die Briefe, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz da weiterzuleiten. Und da würde ich gerne nochmal, wie weit da der Prozess fortgeschritten ist. Noch gar nicht im Moment. Ich wollte mich dann mit dem Toso noch zusammensetzen. Da sind wir leider diese Woche nicht zugekommen. Plant ihr diesen Prozess irgendwie, diesen Entstehungsprozess zu dokumentieren oder so? Also ich kann nicht versprechen, dass ich mich da voll mit reinstürze und mitmache. Aber irgendwie begleiten würde ich das Ganze schon natürlich. Also wenn du sagst, ihr macht das irgendwie im Redmine, im Wiki oder sonst weiß der Geier wo, dann wird mir eine Antwort reichen. Ja, irgendwie werden wir das tun. Keine Ahnung. Also ob wir jetzt tatsächlich da über Redmine was machen, ja, im Prinzip ist es gar nicht ganz verkehrt, weil ja nachher ein entsprechendes Ergebnis generiert wird, vermutlich zumindest, ne, werden wir ja Antworten kriegen. Ja, greife ich mal mit auf, packen wir irgendwie da rein. Ich hatte ja für Thorsten, also damit implizit eben für Daniel, es muss nicht unbedingt, aber formlose Schreiben da entwickelt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, da kann man sich jetzt irgendwie darüber auslassen. Das Entscheidende ist, dass es relativ formlos ist. Ja? Und die zwei Abgeordneten, Daniel und Thorsten, die werden jetzt eben entscheiden, was sie mit dem Brief machen, was sie dafür für sinnvoll erachten und vielleicht dann auch den einen oder anderen Zusatz haben und das Ergebnis wahrscheinlich dann allen anderen Abgeordneten zur Verfügung stellen, um um dann in ihren jeweiligen Wahlkreisen oder den zu betreuenden Wahlkreisen das dann voranzutreiben oder vorantreiben zu lassen. Dann, also für mich ist es und für den Antrag dann insofern auch wichtig, dann da einschätzen zu können, inwieweit das überhaupt noch praktikabel ist oder überhaupt noch möglich ist umzusetzen, dass diese Briefe rausgehen, dass da Antworten kommen, dass man dann 396 Kommunen sozusagen da abfragt und dass man die Messergebnisse aufbereitet und dann eben vorne im Plenum dann sagt, ja, das, was ihr nicht geschafft habt, haben wir geschafft. So, das, also eine Einschätzung, inwieweit das jetzt von dem Zeithorizont noch machbar ist. Also es wären jetzt noch zwei Monate. Meinst du jetzt wegen der Kommunalwahl? Oder? Ja, weil das ja im Mai ins Plenum gehen sollte, vor der Kommunalwahl eben. Und daraufhin muss man natürlich den Antrag auch abstimmen. So. Wir hatten ja selbst darüber schon gesprochen und du hast ja die Fragen, die dann in diesem Brief da zur Geltung kommen, ja auch erarbeitet. Und also meine Einschätzung ist, dass wir das in der Art und Weise nicht hinkriegen werden. Dementsprechend wird man sich dann überlegen, wie viele Antworten auch kommen, wie man das dann verpackt, verarztet. Ja, parlamentarisch meine ich jetzt für den Mai und das sehe ich, also selbst wenn Daniel und Thorsten das jetzt diese Woche fertig machen und auch irgendwie Ende der Woche rausschicken sollten. Ja, ne, das IFG sagt einen Monat, ob die das dann so machen oder auch nicht. Und vielleicht haben Kommunen auch vor dem 25.05. aufgrund ihrer Personaldecke Kapazitäten nicht so in vorhanden sein, dass sie das dann machen. Vielleicht sagen sie, oh, kommt noch eine Sommerferien und so weiter. Vielleicht müssen wir auch damit rechnen, dass wir kaum Antworten bekommen. Die Frage ist, was machen wir dann? Lassen wir es irgendwie untergehen oder machen wir es dann nach der Sommerpause? Können wir es dann überhaupt noch in der Art und Weise für den Kommunalwahlbereich nutzen? Ich bin da eher pessimistisch. Ja, auch wenn das IFG eben diesen einen Monat vorgibt, ich bin auch tendenziell skeptisch, weil zum einen ist es wirklich so mit der dünnen Personaldecke.
Zum anderen würde ich mutmaßen, sobald irgendwie Kommunen mitbekommen, dass das doch eine, ich sag mal, konzertierte Aktion ist, wird sicherlich auch die ein oder andere Absprache geben, dass möglichst nicht, je nachdem wie die Belastungslage wirklich ist, im Kommunalwahlkampf euch noch rechtzeitig geantwortet zu haben, weil in der Regel sind, würde ich mal behaupten, 100% aller Kommunen nicht Piraten regiert und haben alle ein Interesse daran, das vielleicht nicht so zu veröffentlichen, je nachdem halt wie die Lage ist. Also ich würde auch nicht damit rechnen, dass das dann auch klappt. Aber versuchen kann man es und anfangen muss man sowieso irgendwann. Und wenn es jetzt absendebereit ist, ja dann los. Das heißt jetzt nicht, das nicht zu machen. Ich würde es natürlich so schnell wie möglich machen, aber die Erwartungshaltung sollte nicht so groß sein. Und was, wo ich dem Matthias absolut beipflichten kann, wenn das nämlich rauskommt, dass das eine konzertierte Aktion ist, und davon gehe ich auch zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit, oder das halte ich für eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, dann werden die sich auch an ihre jeweiligen kommunalen Spitzenverbände nämlich wenden. Ja, und ja. Morgen vielleicht schon. Ja. Schöne Grüße übrigens. Ja, das wird dann. Ich grätsch gerade mal dazwischen. Ist das dann nicht vielleicht mal eine Überlegung wert, sich solche Kommunen rauszusuchen, die vielleicht, von denen man vielleicht weiß, dass die nicht so einen guten Draht zu den kommunalen Spitzenverbänden haben? Davon gibt es keine einzige. Wir haben drei Stück und in irgendeinem bist du immer. Du willst auch in einem von dem sein, denn die sozialdemokratisch geprägten Großstädte sind alle im STT führend auch tätig, selbst wenn die ein oder andere größere kreisfreie Stadt, Gemeinde, Kommune christdemokratisch regiert ist, wie Wuppertal zum Beispiel, zumindest vom OB her, der stellvertretende STT-Chef. Und andersrum ist es beim LKT genauso, das ist CDU, sag ich mal, Landkreis dominiert. Auch da gibt es kleinere sozialdemokratische Einsprengsel. Und wenn du nicht zu diesen Zweien gehörst, dann gehörst du aber spätestens zum STGB und zum Städte- und Gemeindebund. Und die nehmen in der Regel, das ist richtig, eine vermittelnde und auch liberale Position ein. Sie sind also vom Bild her eher sehr durchmischt und haben auch FDP-Tendenzen. Aber auch genauso grüne Tendenzen, also FDP und Grüne sind dort, was das anbelangt, immer relativ nah. Kann ich einfach nur so bestätigen. Und insofern wird es keine Kommune geben von den 396. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich habe noch eine Idee. Und deswegen könnte man das sogar, wenn viele Kommunen nicht antworten, zwar dann nicht auf diese Art und Weise ausschlachten, von wegen, wir haben jetzt schon die Infos, aber dann kann man es natürlich kommunal ausschlachten. Was mir ja hier mit aufgefallen ist, egal wonach man fragt, die kommunalen Spitzenverbände sagen alles im Besten, alles am Besten. Was ich immer nicht glaube, ist, dass alle Kommunen es jetzt schlecht haben, also dass alle Kommunen falsch gehandelt haben. Ja? Wir werden nicht Gewinn daraus ziehen können, dass eine Kommune antwortet und uns sogar Zahlen präsentiert, nach denen alles optimal gelaufen ist. Aber wir können natürlich Kapital in den Kommunen unter Umständen daraus schlagen, die nicht geantwortet haben. Und das ist das Einzige, was ich manchmal mitkriege hier auch, dass manch so die ein oder andere Kommune ausschert und für sich spricht. Ja, also nur ganz klar sagt, ne, wir haben doch ein Problem oder bei uns läuft es optimal, während an sich normalerweise von den Spitzenverbänden gemeckert wird. Aber das ist auch eigentlich schon die Ausnahme. Und selbst wenn jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass einige Kommunen antworten. Und dann könnte man natürlich genau mit denen, die nicht geantwortet haben, aufgrund dessen, dass sie nicht geantwortet haben, Kapital schlagen. Man kann sie damit auch unter Druck setzen, ne? Weil einige haben schon. Damit hätte man unter Umständen nochmal die Kommunen unter Druck gesetzt, die auch keinen Dreck am Stecken haben, die es also eigentlich veröffentlichen könnten, um sich nicht selber schlecht dastehen zu lassen. Und somit kreist du dann natürlich auch immer mehr und mehr die ein, wo es eben nicht sauber gelaufen ist. Und da sage ich jetzt mal so, haben wir auch keine Abschätzung, wie viele Kommunen das sind. Ja, sind es die Hälfte, sind es nur 10%? Das Einzige, wo wir uns ziemlich sicher sind, weil immer mal wieder jetzt Fälle auftauchen, ist, dass es nicht in allen Kommunen sauber gelaufen ist. Mehr wissen wir ja auch faktisch gar nicht. Zu der Zeitgeschichte, ich würde es auf jeden Fall machen, aber denkt daran, es sind Osterferien, es ist Ostern, wir fahren 2 Wochen weg. Das heißt, es muss quasi jetzt doch relativ zügig passieren, zeitnah, und dann auch weitergegeben werden.
innerhalb der Piratenfamilie. Und dann kann man immerhin sagen, na gut, wir haben es vor Ostern weggeschickt und eine gewisse Zeit vor Ostern war auch noch Zeit. Ja, sag ich mal, wenn es nächste Woche bei denen ankäme, dann wäre das ja in der ersten Aprilwoche. Ich glaube, die Osterferien fangen dann, 11. ist der Freitag, wären dann 2 Wochen und danach nochmal 2. Und dann wären es nochmal 2 Wochen, wo sie dann noch in ihrer Arbeitszeit wieder darauf antworten könnten. Das wären also 6 Wochen inklusive 2 Wochen Ferien. Ja, und dann könnte man da ein Resümee ziehen. Wenn du erst anfängst, das in der 2. Aprilwoche wegzuschicken, das kommt in der 3. erst an oder so, dann kannst du das vergessen, weil dann fängst du gleich mit 2 Wochen Urlaub an. Da kommst du ja nie auf eine Zeit, wo du hinterher behaupten kannst, dass du zeitnah irgendwie was angeschoben hast. Ja, das spricht auf jeden Fall dafür, das jetzt sofort zu machen. Und ich finde auch Olafs Ansatz sehr, sehr richtig, nämlich das dann im Zweifel ganz total lokal, kommunal zu verwerten, weil zusätzlich zu allen, ich sag mal, anderen Meta-Themen oder Kernthemen der Piraten ist das eins, wo jede, ich sag mal, Piratengliederung vor Ort zeigen kann. Ganz konkret, wir kümmern uns hier in der Kommune um dieses wichtige Gesundheitsthema. Die anderen werden da wahrscheinlich überhaupt nichts bieten, würde ich jetzt mal fast wetten. Und können sagen, das sind nicht nur die Internet-Nerd, irgendwas Drogenirren, sondern nee, die kümmern sich um dieses Sachthema und können dann entweder sagen, wir haben in dieser Stadt nachgefragt und dieses und jenes Ergebnis, oder aber nee, wir fragen weiter, aber die Stadt liefert nicht. Ich denke, das ist ein ganz konkreter, guter Punkt, der euch da in die Hände spielt. Und damit ihr das so handeln könnt, müsste man das wirklich jetzt lostreten, damit die Kommunen eben zumindest die theoretische Möglichkeit haben, das auch dann zu beantworten. Und man kann dann kurz vor der Wahl auch nochmal den Druck erhöhen und sagen, hör mal, 4 Wochen sind um, vor der Wahl immer noch, was ist mit unserer Antwort? Das ist doch sehr gut für so einen Infostand. Ja. Sebastian, sieht so aus, als wenn er damit sehr zufrieden wäre mit der Diskussion. Abschließend vielleicht noch, genau, der Antrag geht dann noch vor der Kommunalwahl direkt ins Plenum und dann kann man da auch nochmal darauf hinweisen, dass unsere kommunalen Piraten da was gemacht haben und so. Ja, dann vielen Dank für die heutige AK1-Sitzung, für eure Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Und dann begrüße ich euch das nächste Mal am 3. April. Ja, zur Mammelsitzung. 3. April, Mammelsitzung. Und wann ist die nächste Real Life? Real Life wäre sonst 28. April, wo wir gucken, dass wir das verschieben auf der Gesamtversuch. Nee, 3. April, Mammelsitzung. Viel Spaß, adios. Okay.